Hallo, Servus und Grüß Gott. Mein Name ist Paul und das Thema heute ist unsere Akto 5D mit dem Push-to-Open Silent-System für eine grifflose Gestaltung von Holzschubkästen. Ja, hier auf dem Tisch habe ich einmal die Führung Actro 5D schon verbaut mit dem Push-to-Open Silent. Wie das genau passiert, das zeige ich gleich nochmal im Detail. Aber auch gut zu erkennen sind die Schnäpper, die ich natürlich brauche, um die Führung mit dem Holzkasten zu verbinden. Actro 5D, warum heißt der Actro 5D? Wir haben eine sogenannte Fünffachverstellung. Zwei Verstellmöglichkeiten finden wir direkt an der Führung. Das ist die hintere Neigungsverstellung und die hintere Seitenverstellung. In dem vorderen Schnäpper finden wir die Verstellung für die vordere Seitenverstellung und für die Höhenverstellung der Schublade. Die fünfte Verstellung ist die sogenannte optionale Verstellung. Das ist eine Tiefenverstellung. Damit kann ich also meinen Schubkasten in der Tiefe im Korpus einstellen. Brauche ich aber eigentlich nur, wenn ich innenliegende Schubkästen habe. Also eine Blende, die nicht auf den Korpus aufschlägt. Daher auch optional. Ja, was sollte man dann noch wissen? Unsere Führung Actro 5D gibt es in drei verschiedenen Gewichtsklassen. Die unterteilen wir in 10 Kilo, 40 Kilo und 70 Kilo. Passend dazu gibt es auch die sogenannten Kraftpakete von Push-to-Open Silent. Das heißt, wir haben eine Tabelle erstellt, wo man anhand der Größe des Schubkastens, der Blendenhöhe und des vorgesehenen Beladungsgewichts die richtige Einheit aussuchen muss. Also das richtige Kraftpaket zum Öffnen des Schubkastens. Wenn man sich nicht ganz sicher ist, das heißt, soll man das kleinere Paket nehmen, das mittlere oder das größere Paket, tendiere ich persönlich immer dazu, das nächstgrößere Paket zu nehmen. Weil es wird eventuell etwas stärkerer Schwung benötigt, den Schubkasten zu schließen, aber das ist nicht so schlimm, als wenn ein Schubkasten nicht rauskommen würde, weil er voll beladen einfach nicht mehr die Kraft hat, das System und den Schubkasten rauszubringen. Dann ganz wichtig auch unsere Synchrostange, die wir hier sehen können, die beiden Push-to-Open Silent-Einheiten miteinander verbindet. Das heißt, die beiden sprechen miteinander. Es ist egal, wo ich auf der Blende drücke. Meine Blendenfläche ist damit 100% Funktionsfläche. Und das können wir nur gewährleisten mit dem Einsatz der Synchronisationsstange. Die Synchronisationsstange, die wir bei Hettich verbinden, ist eine Stange aus Aluminium in einer sogenannten Dreiecksform. Und hier kann man auch sehr schön sehen, wenn ich diese Stange drehe, da hängt nichts durch, auch bei der Breite. Also es ist kein Kunststoff in Rund, der vielleicht durchhängen könnte. Diese Aluminiumstange wird immer stabil, auch bei breiten Kästen bis 1,20 Meter ihre Funktion sicher übernehmen. Ja, für eine grifflose Gestaltung einer Holzschublade brauchen wir halt das Push-to-Open-Silent-System, weil die Führung an sich ist immer gedämpft. Also es gibt nur die gedämpfte Ausführung und die optionale Möglichkeit für die grifflose Gestaltung ist unser Push-to-Open-Silent. Was finden wir in so einer Verpackung? Selbstverständlich finden wir die entsprechenden Gehäuse, die Federkraft beinhalten, die den Schubkasten rauswerfen. Dafür brauchen wir aber auch sogenannte Aktivatoren. Das sind diese kleinen Metallklammern, die werden auch an der Führung direkt montiert und sorgen dafür, dass die Führung rausgeworfen wird. Des Weiteren finden wir zwei von diesen kleinen grauen Adaptern und das sind die Adapter, die wir brauchen zum Einklipsen der Synchrostange. Die Synchrostange hat eine Länge von 2 Metern und ist eine separate Artikelnummer und muss gesondert geordert werden. Jetzt kommen wir einmal zur Montage unserer Push-to-Open-Silent-Einheiten. Wer sich da nicht mehr ganz sicher ist, wie das funktioniert, jede Einheit besitzt einen kleinen QR-Code und mit diesem QR-Code, wenn ich den einscanne, lande ich direkt bei der Montage und Einstellung des Systems. Also das ist nochmal eine Hilfe für diejenigen, die das vielleicht länger nicht genutzt haben. Die können sich ja mal kurz nochmal die Videos anschauen und wissen dann, wie die Einheit montiert wird. Montiert wird die Einheit direkt an der Führung und zwar haben wir hier so eine Art, ich sag mal, Pilzköpfe, zwei kleine Pilzköpfe mit einem Haken und die müssen wir unterhalb der Führung anbringen, das heißt von unten hochschieben und die Fügerichtung ist auch eingestanzt auf der Einheit. Das heißt, in diesem Fall muss ich jetzt nach vorne drücken zur Befestigung, dann verklipst sich das und kann auch nur wieder mit einem Schlitzschraubenzieher entfernt werden. Also das ist bombenfest, nachdem ich das montiert habe. Aber wie gesagt, welche Einheit wohin gehört, rechts, links ist eingestanzt, sowie die Fügerichtung, die Montagerichtung ist auch nochmal eingestanzt.
nun noch gerade zu zwei Besonderheiten, zu zwei Möbelanwendungen, die so ein bisschen den Unterschied machen zu der Standardanwendung. Und zwar kann man mit unserem System, mit dem Actro 5D und Pushed Open Silent auch solche Möbelfronten, also das kann eckig, das kann aber auch gebogen sein, herstellen, entwerfen, designen und zwar in Kombination mit unserem Flexadapter. Was macht der Flexadapter? Dieser Adapter, wie man hier schön sehen kann, ist flexibel und damit können wir von links nach rechts auch mit unterschiedlichen Längen von Führung arbeiten. Das heißt, wir sind absolut frei in unserem Design, in dem Möbeldesign und der Flexadapter wird zuverlässig das Signal des Öffnens, das heißt, wenn der Kunde drückt an der Möbelblende, übertragen an die andere Seite und dann beide Systeme werden synchron öffnen. Nun mal angenommen, wir möchten zwei oder drei Kästen hinter einer durchgehenden Blende realisieren. Auch das ist möglich mit unserem Pushed Open Silent. Gerade dafür haben wir spezielle Adapter, die unter der Führung weitergehen zum nächsten Kasten und zum dritten Kasten eventuell und das Signal auch dann geben, dass der Kasten öffnen soll. Das heißt, ich kann wirklich mir ein Möbel generieren, gestalten mit einer Breite von 2 Meter mit einer Blende. Dahinter befinden sich aber dann 3 Kästen und ich drücke an einer Seite und der Druck, dieses Drucksignal, der Push, wird übertragen durch die Synchrostange an 1, 2, 3, 4 oder mehr Führungen. Auch dieses System wird dann sicher öffnen. Schon sind wir wieder durch mit dem Video für heute. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und sage Tschüss, bis demnächst.